nächste Woche Nummer 9 mit diesen Themen. Ein Jahr später, wie sieht echt aus? 18-Jährige ist dazwischen der Dannen. Ja, in knapp 1,5 Wochen am 10.03.2022 ist es wieder soweit. Das Türkei oder der Filmfestival Türkei Deutschland ist wieder in Nürnberg unterwegs und ich freue mich schon da sehr riesig. Wie könnt ihr Karten bekommen? Einfach auf der Webseite Filmfestival Türkei Deutschland und dann könnt ihr euch für die Eröffnung, Gala und auch für alle anderen Veranstaltungen, die im Rahmen des Festivals sind, dabei sein und auch ja, die Filme in türkischen, deutschen oder englischen anschauen. Er ist manchmal auch in türkischen, ja, einfach als Untertitel gekennzeichnet. Schaut sehr gerne vorbei. Es gibt auch hin und wieder so Gesprächsthemen mit den RegisseurInnen und mit den Schauspielern. Und ich bin wieder gespannt, was dieses Jahr als so zauberhafte Filme entstanden. Am Samstag, den 25.02.2023, geriet ein Streik am Nürnberger Hauptbahnhof auseinander. Jeden 14 Uhr geriet ein 43-Jähriger und ein 20-Jähriger in einen Streik, der darauf ein Messer zog, der 43-Jährige. Der 20-Jährige konnte daraufhin noch ausweichen, darauf schubste ein 18-Jähriger ihn in die Gleise des Hauptbahnhofs. Der kurz unten genommen war, aber relativ schnell wieder zu sich kam und sich aus den Gleis retten konnte. Sowohl wurde ich soweit niemand verletzt, außer ein paar Damen. Und nun ermittelt die Polizei, was genau passiert ist, wieso, weshalb, warum. Und ob für die zwei Jugendliche oder junge Erwachsene genau gelten, ob da hier Notwehr war oder sowas, das wird sich im Laufe der Ermittlungen dann zeigen. Ein Jahr ist es vorüber. Am Freitag war es genau ein Jahr, wo Russland Ukraine angegriffen hat und viele Menschen in ganz Deutschland sind auf die Straße gegangen, um nicht dafür zu demonstrieren, sondern dagegen, dass es aufhört. Und viele, viele Menschen hoffen sehr, auch ich, dass es dann bald ein Ende hat, weil ich mache einfach aktiv werden Waffen regelmäßig an Ukraine geliefert und ja, aber ich möchte das Thema hier auch nicht weiter
eingehen. Darum seid freundlich zueinander. Und somit, ja, ich erstmal von dieser Woche schönen Tag. Und nächste Woche geht es dann wieder ganz gewohnt weiter mit den normalen News der Woche. Damit macht gut. Habt einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.